Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu unserem Pilzporträt des Zedernholztäublings. Der Zedernholztäubling ist ein Nadelwaldbewohner und erscheint gern bei Fichten oder Kiefern. Die Art bevorzugt eher saure Böden und kann vom Sommer bis in den Herbst hinein gefunden werden. Der Zedernholztäubling ist kein Speisepilz und einer der schärfsten Täublinge überhaupt. Die Schärfe tritt dabei nicht sofort, sondern erst nach einigem Kauen auf, ist dann aber wirklich extrem und lang anhaltend. Diese extreme Schärfe hat dem Zedernholztäubling auch den Beinamen heimtückischer Täubling oder auch schärfster Täubling beschert. Heimtückisch deswegen, man führt die Geschmacksprobe durch. Die Geschmacksprobe wirkt erstmal mild und plötzlich ja, explodiert dann fast der ganze Mund, weil die Geschmacksprobe eben so extrem scharf dann ausfällt. Der Zedernholztäubling erreicht einen Hutdurchmesser von bis zu 12 cm. Die Hutoberseite ist farblich relativ variabel und kann purpurrötlich, rotbräunlich, dunkelrot oder auch purpurschwärzlich gefärbt sein. Oft hat die Art auf der Hutoberseite auch helle rotbräunlich gefärbte Flecken. Die Huthaut ist feucht schmierig und trocken etwas klebrig. Der Hutrand fällt teilweise gerieft aus. Auf der Hutunterseite befinden sich beim Zedernholztäubling weiß-gelblich bis hellgelblich gefärbte Lamellen, die sich mit zunehmendem Alter durch das Sporenpulver ockergelblich verfärben. Die Lamellen sind ausgebuchtet am Stiel angewachsen und sind sehr brüchig. Bei Verletzung der Lamellen verströmt der Zedernholztäubling einen intensiven Geruch nach Zedernholz. Dieser Zedernholzgeruch wird auch häufig mit dem Geruch nach so einer alten Zigarrenkiste verglichen. Das Sporenpulver ist ockerbräunlich gefärbt. Der Stiel vom Zedernholztäubling erreicht eine Länge von bis zu 10 und einen Durchmesser von bis zu 4 cm. Der Stiel ist fest, weißlich gefärbt, kann aber auch etwas rötlich überhaucht ausfallen. Das Fleisch des Zedernholztäublings ist weißlich gefärbt, fest und sehr spröde. Vor allem bei Verletzung der Lamellen sondert der Zedernholztäubling wie beschrieben einen intensiven Zedernholzgeruch ab. Die Geschmacksprobe ist zunächst fast mild, ja und nach einigen Kauen wirklich extrem scharf. Der Zedernholztäubling gehört unter anderem mit dem Stachelbeertäubling, unserer Erfahrung nach zu den Täublingen mit der absolut schärfsten Geschmacksprobe. Ein weiteres wichtiges Merkmal des Zedernholztäublings ist die fast gänzlich ausbleibende Farbreaktion mit Guaiac auf der Stielrinde. Die Verfärbung bleibt hier meist ganz aus, selten schlägt die Farbe nach einiger Zeit in ein sehr dezentes Olivbraun um. Von so einer intensiven Farbreaktion in ein tiefes Blau oder Blaugrün ist da wirklich gar nichts zu sehen. Mit Eisensulfat verfärbt sich das Fleisch außerdem lachsrosa. Mit Ammoniak verfärbt sich der Stiel ebenfalls rosa. Mit 40%iger Kalilauge verfärbt sich die Huthaut orange-rötlich. Verwechselt werden kann der Zedernholztäubling natürlich vor allem mit anderen Täublingen. Farblich ähnlich wären da zum Beispiel der fleischrote Speisetäubling oder auch der Morgenrottäubling, die beide essbar wären. Auch farblich teilweise ein bisschen ähnlich und vor allem auch in der Geschmacksprobe ebenfalls sehr scharf wären zum Beispiel der Stachelbeertäubling
Und der Buchenspeitäubling, beziehungsweise generell eigentlich auch die anderen Speitäublinge, wie der Kiefernspeitäubling oder auch der wechselfarbige Speitäubling. Ja, vielleicht zusammengefasst nochmal die wichtigsten Merkmale in Kombination. Ja, der intensive Geruch nach Zedernholz bei Verletzung der Lamellen in Kombination mit der fast negativen Guaiac-Reaktion auf der Stielrinde und die erst fast milde und dann wirklich extrem scharfe Geschmacksprobe machen den Zedernholztäubling da vergleichsweise leicht kenntlich. Wenn man einen Täubling findet und den Zedernholztäubling in Verdacht hat, und man sich die Geschmacksprobe sparen will, wie gesagt, einfach die Lamellen verletzen, ein bisschen brechen und dann riechen. Wenn es dann schon nach Zedernholz riecht, ja, dann ist der Zedernholztäubling sehr, sehr wahrscheinlich. Wenn man da noch sicher gehen will, kann man vor allem dann auch auf die Guaiac-Reaktion zurückführen. Die Kombination Zedernholztäubling und negative Guaiac-Reaktion ist beim Zedernholztäubling da relativ einzigartig. Ja, so viel zum Thema Zedernholztäubling. Ist wirklich eine interessante Art, vor allem dieser erst milde und dann extrem scharfe Geschmack, ja, machen den schon ein bisschen besonders. Also der Name heimtückischer Täubling ist da redlich verdient. Wer sich da mal wirklich die Zunge so richtig verbrennen möchte, der kann sich ja, beim Stachelbeertäubling oder Zedernholztäubling ja, bedienen. Jetzt zum Abschluss noch ein paar Detailaufnahmen vom Zedernholztäubling zum Einprägen der Merkmale. Euch wünsche ich jetzt einen schönen Abend und dann sehen wir uns beim nächsten Video.